Moin, warum ihr als Seelenpartner jetzt viel leichter zusammenkommt und das sogar ohne schlechtes Gewissen. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Sanette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, vielleicht ist das Thema Seelenpartner für dich ganz frisch und ganz neu. Vielleicht hast du dich auch schon in die Findungsphase begeben. Vielleicht seid ihr euch auch schon begegnet. Vielleicht befindet ihr euch auch gerade in dem Seelenpartner-Dualseelenprozess. Vielleicht seid ihr aber auch schon frisch zusammengekommen. Aber da ist dieses schlechte Gewissen, weil vielleicht du selbst in einer Partnerschaft bist, in einer Ehe mit einem Lebenspartner zusammen oder eben dein Seelenpartner oder eben beide. Es ist nicht so einfach, habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Aber das Schöne ist jetzt in der neuen Zeit, dass jetzt Seelenpartner wirklich richtig supported werden, weil es hat sich was verändert in der neuen Zeit, dass wir einfach alte Strukturen aufbrechen dürfen, sogar sollen, dass eben Modelle, diese recht festgefahren waren, nicht mehr so sein müssen, sondern dass wir jetzt viel mehr in der Freiheit leben können, dass wir viel mehr uns aus diesen Zwängen bewegen können und einfach viel mehr drüber nachdenken oder uns überhaupt mal Gedanken machen oder uns das überhaupt erlauben dürfen. Was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir das noch leben oder nicht? Und in der alten Zeit war es ja oft so, dass eben Beziehungen sich gebildet haben, manchmal Zwecksgemeinschaften so. Ne, du gibst mir Sicherheit, ich gebe dir Liebe oder jetzt das mal ganz pauschal gesagt oder eben auch anders, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen festgefahren hat und dachte, so muss man das jetzt leben, so muss Ehe sein, so muss Familie sein, aber das bricht ja alles auf, habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Das heißt, das Universum und die neue Zeit, die supportet jetzt Seelenpartner wirklich zusammenzukommen, viel, viel leichter. Und du weißt, wie hart es war in der letzten Zeit, wirklich durch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess zu gehen. Wie oft ich auch drüber gesprochen habe, diesen wirklich mal für sich positiv zu sehen und ihn auch versuchen zu genießen, weil es ja wirklich der Weg zu dir ist. Das ist ja deine Vorbereitung auf diese Seelenpartnerschaft, dass du eben diese wahrhaftige, besondere Liebe auch leben kannst. Aber für uns Menschen ist es nicht so einfach gewesen, weil es einfach so neu und so anders ist. Und manchmal sind wir halt wieder in den Mangel gefallen und waren nicht in der Fülle oder konnten den Seelenpartner-Dualseelenprozess gar nicht so richtig genießen. Oder du sehnst dich vielleicht so sehr nach deinem Seelenpartner und er ist einfach immer noch nicht da und du bist einfach frustriert. Das kann ich total verstehen. Dennoch ist es natürlich auch eine Hürde immer gewesen, wenn jetzt der andere vergeben war oder eben du vergeben bist, da ist dieses schlechte Gewissen. Ich bin doch schon so lange mit dem zusammen, vielleicht hat auch einer von euch eine Familie, da sind Kinder, das ist alles nicht so einfach, kann ich total nachvollziehen. Und für alle, die das jetzt vielleicht sehr, sehr kritisch sehen, es geht hier nicht darum, irgendwas auseinanderzureißen, sondern etwas zusammenzuführen, was zusammengehört. Denn es kann durchaus sein, dass eben ihr als Seelen sozusagen, hier als Menschen, die ihr hier zusammengekommen seid, dazu, ja, das war eure Sache, eben auch eine Familie zu gründen. Und das ist auch wunderbar und das ist ganz toll. Und ihr habt tolle Kinder auf die Welt gebracht, aber das bedeutet jetzt nicht, sich von dieser Familie zu trennen, sondern es geht jetzt darum, einfach neu heranzugehen und eben auch neue Konstellationen zu finden, eben wo auch der Seelenpartner wunderbar integriert werden kann, beziehungsweise wo eben neue Familienmodelle auch entstehen, habe ich ja auch schon drüber gesprochen. So, das heißt, also die neue Zeit supportet uns jetzt, uns als Seelenpartner. Ich bin mit meinem Lutz zusammen und ich weiß, welches schlechte Gewissen man hatte, weil ich war Single, er war vergeben und das war von beiden Seiten nicht einfach, damit umzugehen, weil was wollte man nicht? Natürlich einen anderen verletzen, ist ja ganz klar, wer will das schon? Und darum haben natürlich auch viele Seelenpartner so ein großes Problem zusammenzukommen, weil natürlich da immer diese Verletztheit im Raum steht, beziehungsweise dieses schlechte Gewissen einem anderen weh zu tun und vor allen Dingen dadurch verändert sich natürlich auch alles. Das Schöne ist eben auch in der neuen Zeit, wie gesagt, zu schauen, wie sind denn jetzt die Konstellationen oder wie wollen wir uns denn jetzt neuen konstellieren sozusagen. Also die Plattform wird dafür geschaffen, wirklich was ganz, ganz Neues aufzubauen, nicht mehr Beziehungen zu leben, wo der eine abhängig ist vom anderen, ne? So, du musst mich glücklich machen und so, sondern wo es um die Unabhängigkeit geht, nämlich Seelenpartnerschaft auf Augenhöhe. Und das Spannende ist, dadurch, dass jetzt in der neuen Zeit, habe ich ja oft drüber gesprochen, ist sehr viel über Energie,
sehr viel um Energie geht. Die Energie verändert sich, die Erde schwingt auch höher. Das heißt, wir schwingen auch mehr in dieser Liebesenergie. Wir schwingen auch mehr da, wo es nicht mehr so mehr um diesen Mangel geht, sondern wo es jetzt um Fülle geht, wo wir für uns entdecken, so wow, ne, das Tor wurde aufgemacht, so zum Paradies sozusagen. Das ist alles möglich, das können wir jetzt alles tun, weil die gesellschaftlichen Strukturen einfach jetzt zusammenbrechen sozusagen. Einfach ja, nicht mehr Geld, sondern wo wir uns jetzt was ganz, ganz Neues aufbauen können, eine neue Zukunft. Das heißt, wo wir jetzt unsere Realität bestimmen und letztendlich für uns entscheiden können, wie wollen wir denn überhaupt leben. Und das Positive ist, dass jetzt diese Energie höher schwingt. Das heißt, da geht es mehr um Wahrhaftigkeit. Es geht mehr um Wahrhaftigkeit. Es geht auch mehr um, was will ich eigentlich wirklich? Dass wir ehrlicher zu uns werden. Dass wir mehr in unser Bewusstsein kommen. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen nicht mehr irgendwas leben, sondern wir wollen unser Leben wirklich wahrhaftig leben. Wir wollen letztendlich das schönste Leben leben, was für uns letztendlich da sein kann, was wir uns erschaffen können. Und dazu gehört eben auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Und auch die Sehnsucht wird immer größer nach wahrer Liebe. Und das Spannende dabei ist, wenn es jetzt, ne, überleg mal, es geht jetzt darum, mehr wahre Liebe zu leben, wahrhaftiger zu leben, bewusster zu leben, sich nicht mehr irgendwas vorzumachen, sondern wirklich mehr Inschau auch zu halten, mehr aus sich heraus zu leben. Was bedeutet denn das im Umkehrschluss, was dein schlechtes Gewissen angeht? Habe ich schon drüber gesprochen. Wenn du einen Lebenspartner hast oder eben deinen Seelenpartner, das heißt, für den läuft doch da draußen auch ein Seelenpartner rum. Damit meine ich nicht, dass jetzt, sage ich mal, da, wenn man sich jetzt trennt und auseinandergeht, beziehungsweise da jetzt neue Konstellationen entstehen, dass das nicht erstmal vielleicht verwirrend ist oder eben auch wehtut. Das meine ich überhaupt nicht, ganz klar. Ich meine, man war so lange zusammen und jetzt auf einmal nicht mehr, da kommen viele Ängste hoch bei uns Menschen. Das ist logisch. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie macht man das, wie geht man damit um. Und auch da kann man das ganz viel mit Liebe machen, weil das hat ja nichts damit zu tun, dass du den anderen nicht mehr liebst, sondern auf eine andere Art und Weise. Und du weißt, was es bedeutet, wenn der Seelenpartner in dein Leben kommt, was das für eine neue Liebe ist, wie die sich anders anfühlt. Und die möchtest du natürlich gerne haben, ist ja ganz klar. Aber das heißt, dass die Sehnsucht bei jedem ist, bei jedem Einzelnen. Das heißt, es nicht nur dir so geht, ich meine, du wurdest jetzt wach geküsst sozusagen von deinem Seelenpartner, so bam, auf einmal war er da und du weißt, deine Welt steht Kopf und alles ist anders, aber diese Energie, diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Wahrhaftigkeit hat doch dein Ehepartner genauso. Das ist ja das Spannende. Das ist ja nicht nur bei einer Person oder so, sondern das betrifft jetzt immer mehr. Natürlich muss man auch immer sehr individuell betrachten, ist es natürlich auch immer noch die Frage, inwieweit lässt man das zu. Aber diese Energie wird immer stärker und irgendwann können wir davor auch nicht mehr weglaufen, sondern wollen uns einfach auch öffnen, weil wir dieses Bedürfnis und dieses Verlangen haben danach. Und ganz klar muss man auch immer ganz, ganz individuell betrachten, was da jetzt gerade euer Thema ist. Du weißt, Seelenpartner sind Spiegel und da wird viel getriggert und all diese ganzen Sachen, weil das erlebe ich immer wieder in meinen Channeling-Coachings, gerade beim Seelenpartner, dass es da immer sehr individuell zu betrachten ist. Das kann man nicht so ganz pauschal sagen, weil jeder hat etwas anderes erlebt, auch in der Kindheit. Jeder hat andere Ängste und hat andere Verletzungen, die er noch mit sich rumträgt. Und dem einen fällt es vielleicht leichter, sich damit auseinanderzusetzen, als der andere, oder der eine hat weniger Verletzungen als der andere und traut sich mehr. Du weißt, worum es geht. Das heißt, das muss man immer noch mal individuell betrachten. Also jetzt nicht gleich zu Hans-Peter laufen oder Klaus Dieter, also nichts gegen diese Namen. Die sind mir jetzt gerade eingefallen und sagen, ihr jetzt geht's los, jetzt können wir sofort zusammen sein. Sondern das muss man natürlich auch immer im Ganzen betrachten und natürlich auch so, dass, sage ich mal, da einfach auch der beste Weg gefunden wird. Mega spannend, oder? Der Kampf ist vorbei. Natürlich gilt es immer noch, an sich zu arbeiten. Ich meine, das ist ja auch eine mega coole Arbeit sozusagen, immer mehr sein wahres Ich, ja, an sein wahres Ich zu kommen und dieses Wunder und dieses Geschenk, welches man ist, zu entdecken und nicht mehr diese Rolle zu spielen, die man irgendwann für sich angenommen hat, die einem erzählt wurde, wie man sein soll, damit man einen mag und man das irgendwann selbst geglaubt hat und diese Story, die man einem erzählt. Sich selbst erzählt hat. Das können wir jetzt alles ändern. Es geht auch, das Spannende ist auch dadurch, dass jetzt ja auch das immer energetischer wird zu sagen, also dass immer mehr
diese Energie in den Vordergrund tritt, werden wir ja auch sensibler für die Energie. Was lügen kann, sind Worte, aber deine Energie nie. Und das ist ja das Spannende. Du kannst noch irgendwas sagen, aber du spürst oder der andere spürt ja, ob das wahr ist oder nicht, was du sagst. Und das ist das Spannende. Und das wird immer mehr, da wird auch immer mehr Sensibilität sein. Das heißt, wir können uns selbst immer weniger vormachen. Und das finde ich so cool. In diesem Sinne ein High Five auf dich als Seelenpartner, auf alle Seelenpartner, denn wir sind alle Seelenpartner. Das ist ja das Coole. Die einen, die sich schon gefunden haben, die anderen finden sich später. Und stell dir mal vor, was auf dieser Welt passiert, wenn immer mehr Seelenpartner zusammenkommen. Boah, was für eine Liebe hier fließen wird, was für ein Bewusstsein, was für eine Wahrhaftigkeit. Ich freue mich mega drauf und du bist dabei. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.